Hey Leute, was geht? Hier ist Rufus und herzlich willkommen zur letzten FIFA 19 Road to Glory Folge. Habe ich schon in der letzten Folge angekündigt, dass es auf jeden Fall noch eine Abschluss-Club-Tour geben wird. Die letzte Folge kam Anfang Juli und auch zur FIFA 18 Road to Glory, ja, habe ich glaube ich seit Juni dann nichts mehr hochgeladen. Liegt einfach daran, dass bei mir ab Juni, Juli dann bei jedem FIFA die Motivation auf jeden Fall komplett weg ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Habt ihr bis jetzt immer noch die Weekend League gezockt, beziehungsweise FIFA im Allgemeinen? Oder wann war bei euch in FIFA 19 Schluss mit FIFA? Bei mir war es, wie gesagt, dieses Jahr im Juli der Fall. Letztes Jahr war es sogar schon im Juni der Fall. Von dem her FIFA 20 vielleicht sogar bis August. Wer weiß, wer weiß. Heute gibt es, wie gesagt, die versprochene Clubtour. Ich werde euch mein Endteam zeigen. Ich werde euch noch ein paar andere Sachen zeigen. Und wir reden so ein bisschen über die FIFA 20 Road to Glory, die definitiv stattfinden wird. Ich wurde auf der Gamescom auch öfter gefragt, ob es in FIFA 20 wieder eine Road to Glory geben wird. Und ja, es wird definitiv wieder eine Road to Glory geben. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst auf jeden Fall einen fetten Like da, auch wenn euch die FIFA 19 Road to Glory gefallen hat. Meiner Meinung nach ist da definitiv Luft nach oben bei der FIFA 20 Road to Glory. Und da werde ich auf jeden Fall auch wieder Vollgas geben. Aber die FIFA 19 Road to Glory war definitiv ganz nett, würde ich sagen. Ich will in FIFA 20 auf jeden Fall auch wieder versuchen, jedes Wochenende die Weekend League zu streamen. Wird natürlich dann direkt auf Twitch stattfinden. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Falls ihr mir dort noch nicht folgt, macht es unbedingt. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum wichtigsten Part, meine Teamvorstellung, mein Endteam. Was ist es denn am Ende geworden? Ich glaube, in der letzten Folge sah mein Team nämlich nochmal komplett anders aus. Man muss sagen, das ist jetzt mein Team gewesen Anfang Juli. Also nicht zu dem Zeitpunkt, als die ganzen TOTS-Spiele überhaupt nichts mehr wert waren. Weil da hätte man sich dann easy noch was viel Heftigeres bauen können, hätte ich mein Team verkauft. Aber ich werde dazu auf jeden Fall nochmal gleich eingehen. Wir starten im Tor mit Courtois. Den habe ich mir tatsächlich nochmal freigeschaltet im August. Ich glaube, ich habe eine SBC abgeschlossen. Einen hat man gratis bekommen. Dann habe ich einmal Squad Battles gespielt und dann nochmal irgendein anderer Blödsinn. Und ich glaube, man musste für den 3 oder 4 Karten abgeben. Von dem her habe ich mir gesagt, den muss ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Für mich der beste Torhüter in FIFA 19. Wird in FIFA 20 definitiv keine 90er Karte, 91, ich weiß gerade nicht mehr, wie viel er hatte, bekommen. Denn er war dieses Jahr bei Real Madrid natürlich nicht ganz so gut. Von dem her bin ich gespannt. Aber in FIFA 19 war für mich auf jeden Fall der beste Mann. Dann geht es weiter mit dem Rechtsverteidiger. Da haben wir Alexander Arnold und ich werde euch jetzt auf jeden Fall auch noch immer die Preise und Stats zeigen, denn Arnold, gekostet hat er mich 662.000, wir haben 147 Spiele mit dem Kollegen gemacht und mittlerweile kostet er, ja, nur noch so 300k, war aber vor ein paar Wochen auch mal schon mal auf 200, gibt es jetzt auch nur noch extrem selten auf dem Markt. Dann machen wir weiter mit dem rechten Innenverteidiger, der hat uns so ein bisschen verfolgt in FIFA 19, nämlich Virgil van Dijk, den hatten wir auch schon in der 91er Version am Start in Rot und dann sogar noch in der 96er TOTS-Variante und in der 96er roten Variante. Für mich absolut mit Varane der beste Innenverteidiger im Spiel. Hat für uns nur 28 Spiele gemacht, aber davor haben wir wie gesagt die blaue TOTS-Karte von ihm gespielt. Für mich eine absolute Kante, der hat alles, was ein Innenverteidiger braucht, hat sogar ein Tor und eine Vorlage für uns erzielt. Dann geht es weiter mit natürlich Raphael Varane. Ich glaube, das ist der Spieler mit den meisten Spielen hier im Team für uns. 680 Spiele, 12 Tore, 5 Torvorlagen für 1,7 Millionen gekauft. Mittlerweile sollte der auch nicht mehr ganz so viel kosten, wobei, bei dem bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, der kostet sogar mehr, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, aber sieh mal einer an. Dann geht es weiter mit dem Linksverteidiger. Jedes Jahr mein Lieblingslinksverteidiger Marcelo. Das ist einer der Spieler, die ich nicht in Frisch habe und ich bin in FIFA 20 mir nicht sicher, ob ich wieder dieses frische Ding durchziehen will, dass ich mir nur Spieler hole, die frisch sind. Ich werde es natürlich probieren. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Das war mir bei Marcelo dann auch relativ egal, weil das ist eine richtig geile Karte und ich habe den halt nicht zum Team of the Year gekauft, wollte den trotzdem unbedingt haben. 384 Spiele hat er für uns gemacht, 6 Tore und 38 Torvorlagen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stabil, denn Arnold hat, ja okay, der hat auch ein paar Vorlagen gemacht, aber Marcelo ist auf jeden Fall der heftigste mit 5-Star-Skills. Dann kommen wir zum Mittelfeld, starten wir rein mit dem ZM, da haben wir Rullet am Start, mit dem haben wir auch nicht super viele Spiele gemacht, den haben wir auch relativ spät erst abgeschlossen, muss man sagen. 119 Spiele, 14 Tore, 21 Torvorlagen, hat bei uns als ZDM gespielt, über den gibt es nicht ganz so viel zu sagen, ist auf jeden Fall
eine absolute Maschine. Und dann kommen wir zu den beiden ZOMs, Eusebio und Vieira. Das müssen wir einmal tauschen. Vieira haben wir auch relativ früh abgeschlossen, beziehungsweise einigermaßen, ich glaube so im April ungefähr. 325 Spiele, 11 Tore, 56 Vorlagen, auch als ZDM neben Rullet am Start gewesen. Und Eusebio, den habe ich nach dem letzten Video, was online kam, abgeschlossen. Mit den ganzen Untradables, die ich noch im Verein hatte. Und ja, die Packs habe ich dann in Ibiza oder auf Ibiza gezogen, besser gesagt. Und da habe ich den guten Tawamba als First Owner gezogen. Dazu gleich noch mehr. Eusebio, auf jeden Fall eine richtig geile Karte, kam in FIFA 19 als neue Ikone dazu. Und der gefällt mir extrem gut. Dafür habe ich R9 verkauft. Und Cristiano Ronaldo habe ich auch verkauft, um mir dann diesen netten Mann hier rauszulassen. Nämlich den 98er Cristiano Ronaldo. 3,3 Millionen. Der war auch mal auf unter 2 Millionen während dieser einen Zeit. Aber die ganzen Preise sind jetzt wieder extrem gestiegen. Das ist auf jeden Fall heftig. Rechtes Mittelfeld, dann 97er Salah. Da habe ich einfach die Weekend League nur ausnahmsweise bis Gold 3 gespielt und zack, ich bekomme direkt Salah. Da muss ich aber los. Auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Karte. In Rot, den wollte ich auf jeden Fall nochmal einbauen. George Best ist für mich trotzdem wahrscheinlich der heftigere Spieler von beiden. Eine absolute Maschine und ein absolutes Idol. Was für Idol? Für unsere Road to Glory ist der einfach ein absolutes Must-Have gewesen. Ich habe auch vor der FIFA 19 Road to Glory gesagt, dass es das Ziel ist, von der RTG am Ende George Best zu haben. Und der hat für uns auf jeden Fall richtig gut rasiert. Und dann machen wir das Team komplett mit Kai Havertz. Tots, den haben wir als rechten ZOM gespielt in der 4-2-3-1. Ich bin hier schon wieder am Schwitzen, weil es hier schon wieder über 30 Grad im Zimmer hat. Grüße gehen raus an Karlsruhe. Ja, 46 Spiele, 38 Tore und 11 Vorlagen ist auf jeden Fall mega stabil dafür, dass er als ZOM bei uns gespielt hat. Ich zeige euch nochmal kurz, wie ich das Team gespielt habe. Und zwar Cristiano Ronaldo im Sturm, Eusebio auf links tatsächlich, Salah in der Mitte, rechts Havertz, links Eusebio und so weiter und so fort. So sieht unser Endteam aus, unserer FIFA 19 Road to Glory. Schreibt mir in die Kommentare, hätte man noch was verbessern können? Wie gefällt euch das Team? Ich bin auf jeden Fall absolut zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Ich hatte das heftige Team erst relativ spät von FIFA, allerdings noch nicht zu der Zeit, als die ganzen Tots so krank gesunken sind. Aber in FIFA 20 möchte ich auf jeden Fall schneller an geile Spieler kommen. Und dann kommen wir zum Fail dieser RTG, sage ich einfach mal, zu meinem First Owner Werder Bremen Team. Und das sieht irgendwie richtig traurig aus, muss ich sagen. Vor allem, weil Bartels auch noch nicht mal First Owner ist und ich glaube Augustinsson auch nicht, richtig. Eggestein haben wir nur die 81er rote Version, da habe ich den Tots einfach verpasst. Kruse Play of the Month habe ich für Eusebio SBC abgegeben, da hat er nämlich seinen Wechsel zu Fenerbahce bekannt gegeben. Und ja, da ist er dann schnell mal in die SBC gewandert. Das tut mir auf jeden Fall leid mit Werder Bremen. Aber in FIFA 20 starten wir da nochmal einen neuen Versuch. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz an, wer es denn in meinen Verein geschafft hat. Einen Grund gibt es auch, warum ich diese Clubtour so aufgeschoben habe. Dazu kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Würde ich sagen, stellen wir mal auf Spezial. Dann haben wir auf jeden Fall Varane, Marcelo, Cristiano Ronaldo. Und dann kommen wir hier auch schon zu den Untradable-Karten. Tawamba war natürlich eine absolute Legende für uns. Wir haben dann unseren richtigen Tawamba verkauft. First Owner habe ich natürlich behalten. Zapata auch ein absolutes Monster für die Backflanken. Absolut OP gewesen. Und ich glaube, so viel haben wir dann gar nicht. Reus haben wir richtig früh im Jahr bekommen. 313 Spieler hat er für uns gemacht als Einwechselspieler. Genauso wie Zlatan Ibrahimovic, auch eine absolute FIFA 19 RTG-Legende. Dumfries war auch ganz nett, haben wir auch sogar 200 Spiele mitgemacht. Und das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Viel mehr haben wir gar nicht im Verein. Und ja, viele von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen. Wir sind diese Woche zum Abschluss von FIFA 19 bei Squad Battles gefeatured. Julian und ich, unfassbar hier einfach jetzt hier im Spiel drin zu sein. FIFA Goals United, Julian und ich am Start. Richtig, richtig nice. Das Bild ist von letztem Jahr, da schaue ich auch richtig, richtig sympathisch. Kappa. Und die Mannschaft sieht auf jeden Fall auch sehr stabil aus. George Best als Legende natürlich am Start. Ronaldinho, Ibarbo darf natürlich nicht fehlen. Genauso wie Sickinger, Eggestein. Ja, Bremen-Mainz-Mischung wegen Julian und mir. Dann Tawamba, Alessandrini, absolute Legende. Havertz, Ibra, Marcelo, Mbappé, den wir gezogen haben als Team of the Year. Und natürlich Cristiano Ronaldo, der auch seine Geschichte auf unserem Hauptkanal hat. Und dann würde ich sagen, ziehen wir zum Abschluss unserer FIFA 19 Road to Glory hier jetzt noch zwei Packs.
Ja, okay, das ist relativ sinnlos. Das bekommt momentan jeder. So ein Leihspieler-Pack mit den besten Karten aus FIFA 19 einfach so zum Testen, so viel ich gesehen habe. Das ist auf jeden Fall nochmal cool für die Leute, die eh noch am Zocken sind. Und ich wollte eigentlich diese Clubtour schon viel früher aufnehmen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als es die Best-of-Packs noch gab. Weil da hätte man garantiert aus dem Pack was Heftiges bekommen. Und einen Tag danach, nachdem diese Best-of-Packs raus waren, ist mir das aufgefallen, dass es jetzt komplett sinnlos ist. Ja, und dann war es auch schon gelaufen. Deshalb erwarte ich davon jetzt nichts. Da wird ein 87-Plus-Spieler drin sein aus diesem Twitch Prime-Pack. Ich bin mal gespannt, wie es in FIFA... alles klar, stand da nicht irgendwas mit 87-Plus? Ich bin mal gespannt, wie es in FIFA 20 damit aussieht mit dem Twitch-Ding. Vielleicht kann man da dann auch wieder mit Twitch Prime reinzappen und sich solche Packs holen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr da bei mir am Start seid. Kappa. Lasst auf jeden Fall das Twitch Prime-Sub am Start. Nee, ist natürlich jedem selbst überlassen. Dass da jetzt aber so eine Karte rauskommt, ist auf jeden Fall ganz cool. Ah, okay, das habe ich wohl verpasst. Hier bekommt man jetzt einen Spieler mit mindestens 87. Beziehungsweise alle drei sollten 87 haben, denke ich. Schauen wir mal, was wir zum Abschluss von FIFA 19 nochmal bekommen. Absoluten Müll. Ich würde sagen, wir nehmen Alisson, weil es eine FIFA 19 Legende ist. Schlechtester Torwart im Spiel, meiner Meinung nach. Von dem her, den nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Und wenn euch die FIFA 19 Road to Glory gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen fetten Like da. Schreibt mir eure Fragen in die Kommentare. Ich werde da auf jeden Fall versuchen, noch alles zu beantworten, falls ihr irgendwelche offenen Fragen noch habt. Zockt auf jeden Fall gegen unser Squad Battles Team. Wenn ihr das macht, dann markiert uns gerne in eurer Insta-Story oder Twitter. Folgt uns da auch gerne @julianfgu, @juliusfgu. Dann würde ich sagen, bin ich raus. Wir sehen uns allerspätestens zur FIFA 20 Road to Glory Mitte September wieder. Ich hoffe, ihr seid da wieder am Start. Macht's bis dann gut, haut rein und ciao.